Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gold Rush The Game. Wie ihr es schon im Titel gelesen habt, das ist jetzt hier nur ein kleines Infovideo für euch. Ich hatte ja gesagt, ich will mit Gold Rush natürlich weitermachen. Es bockt wieder richtig. Die Zeit ist auch wieder da, um das einigermaßen täglich zu zocken. Denn das Spiel braucht wirklich intensiv Zeit. Ja, um hier voranzukommen. Ja, die Saison in der Gastro ist jetzt vorbei. Wie gesagt, ich habe mehr Zeit zum Zocken und ich habe ja versucht hier, offline habe ich es versucht, mit ein bisschen Kohle. Ich war ungefähr bei knapp 700.000. Habe mir versucht. Warte mal, wo sind sie? Jetzt lasse ich auch den Motor an. So. Hier. Hä? Was? Was war denn jetzt das? Wo bin ich? Bin ich außerhalb der Karte? Wie komme ich hier wieder raus? Wo bin ich denn hingesprungen? Ich bin auch nur aus meinem Pickup ausgestiegen. Naja, das sind so die kleineren Fehler im Spiel, die noch immer drin sind. Ich weiß nicht, warum die nicht behoben werden. Boah, ich bin ja richtig gesprungen. Aber versuchen wir es nochmal. Okay. Es passiert aber auch nur beim Aussteigen der Fahrzeuge. So, ich habe mir mit den 700.000 versucht. Oder was heißt versucht? Ich habe es gemacht. Ich habe den Rüttler verkauft und die alte Trommel, das ist ja jetzt die Old Arnold Trommel, die behalte ich auch, das ist die zweite Stufe. ja, allein schon durch den D-Rocker, also ich habe mir das gemietet, der D-Rocker ist die zweite Stufe vom Rüttler, der Rüttler kostet ungefähr 100.000, knapp, der D-Rocker 500.000. So, hatte ich natürlich nicht alles auf Tasche, weil ihr braucht ja auch noch ein bisschen Cash, weil ihr ja Ausgaben habt, ob nur Arbeiter oder Diesel oder sonstiges, Maschinenmiete und so weiter. Ja, dann hatte ich ja noch den Radlader gemietet, den Muldenkipper habe ich auch gemietet. So, die beiden Jigs da unten, die... Ach, ist halt nicht wahr hier. Die da, die beiden Jigs, die hatte ich auch gemietet oder habe ich gemietet. So, und dann, wie gesagt, habe ich den D-Rocker gemietet und dann habe ich einen erheblich größeren Ertrag gehabt, definitiv. Ich war immer so bei 200, 250 Gramm Gold mit jeder Waschung, mit jedem Eimer. Das war super. Aber es hat nicht gereicht. Die täglichen Abzüge waren einfach zu hoch. Ich war nachher schon bei, also täglich, minus in der 80.000. Und das frisst euch auf. Also das Spiel merkt, ihr wollt das Spiel beschleunigen. Das Spiel sagt, nö. So nicht, mein lieber Freund. Ja. So, das hat schon mal nicht hingehauen. Jetzt habe ich es anders gemacht und ich glaube, das war die intelligentere Option. Ich habe den Muldenkipper und den Radlader wieder zurückgegeben, habe mir die beiden Dinge gekauft. So, dann war ich näher schon auf minus 40.000 täglich, war mir auch noch zu viel. So, den D-Rocker habe ich mir komplett weggelassen. Der hat mich komplett weggefressen. Ich habe jetzt noch den Rüttler. Und irgendwas war noch. Moment. Ah ja, ein paar Arbeiter, die ich ja eigentlich gar nicht brauchte, habe ich auch entlassen. Gerade einen, der wurde ständig, immer derselbe, wurde ständig von einem Bär angegriffen. Also ihr seht das nicht. Ihr seht ja auch nicht die Arbeiter. Aber ihr kriegt halt die Meldung, dass der vom Bär angegriffen wurde und dann ist der mal so zwei, drei Tage außer Gefecht. Und die müsst ihr natürlich weiter bezahlen. Das ist ja wie im echten Leben, ne? Gut. Also, jetzt bin ich runter auf
tägliche Maschinenkosten ungefähr 7.500 und Arbeiterkosten 1,4, glaube ich, bin ich. Ja, also knapp 9.000 täglich. Das ist vollkommen in Ordnung. Ihr braucht euch nicht abhetzen. Ihr macht plus definitiv. Jetzt hatte ich erst wieder eine größere Ausgabe, weil ich den großen Dieseltank nachgefüllt habe. Der ist jetzt wieder auf 100%, hoffe ich. Es wird ja aber dann nachts um 0 Uhr nachgetankt. Ja, ist voll. Gut. Ja, also ich wollte euch mit diesem Video jetzt nur sagen, es kommen weitere Videos definitiv, aber ihr müsst mir ein bisschen Zeit geben, denn ich bin ja trotzdem immer noch arbeiten. Und nach der Arbeit, wie gesagt, wenn ich dann noch ein, zwei Stündchen Zeit finde, ja, mache ich dann hier weiter. Ich bin wirklich fleißig. Und mein nächstes Ziel ist es, jetzt so viel Geld zu sparen. Ich meine, so viel Geld ist es nicht, um mir, also der D-Rocker muss noch warten, um mir die, wie ist das Ding? Planter? Also quasi die zweite Stufe von den Jigs will ich mir kaufen, weil für die zahle ich auch noch Miete. So, damit sind wir wieder runter von der Miete und haben einen größeren Goldertrag, weil halt intensiver gewaschen wird. Ich versuche mir hier auch eine kleine Reserve aufzubauen, wie ihr seht, damit wir mal ein Video oder vielleicht mal ein Livestream machen können, wo wir nur Gold waschen, wo wir nur Kohle machen, ja. Davon habe ich noch einen zweiten Anhänger vorne an der Lagerhalle. Also mit jeder Waschung, habe ungefähr dann 6 Eimer, lege ich mal einen rein und dann ist gut. So, ja, das war das. Wie gesagt, es kommen neue Videos, gebt mir nur ein bisschen Zeit. Also ich kann nicht jeden Tag ein Video hochladen. Ist ja Quatsch, ihr wollt ja nicht jedes Mal dasselbe sehen, wie ich hier Gold schürfe. Das können wir auch mal in einem Live machen oder so. Ne? So, hier habe ich mich schon ordentlich reingefressen. Hier hat sich ganz schön was getan. Denn hier ist auch noch viel Gold zu holen. So viel ist ja auch gar nicht mehr. Manchmal gibt es einen Bug, wenn ich aus dem Radlader aussteige, dann werde ich nach oben geschossen. Und dann nutze ich die Zeit und gucke mir mal das Gelände an. Also viel ist nicht mehr. Also es gibt hier auch nützliche Bugs. So, und hier sind noch Goldadern. Wenn wir uns mal die Goldkarte angucken. Wir sind ungefähr hier. Hier ist nichts mehr. Ja, doch, was heißt nichts mehr? 4,5 Kilo Gold. Ich meine, keine Goldader. Hier sind noch ein paar Kilo. Nano, ich habe doch gestern irgendwo noch eine Goldader entdeckt. Mit über 70%. Das ist sehr hoch. Nano. Ah, hier. So, markieren wir uns mal kurz. Dann hier auch mit 66% und 8.700 Gramm Gold. Hier 7.000. So, die Tiefe interessiert uns nicht. Wir graben ja alles weg. Also von daher kriegen wir das, was wir haben wollen. Hier ist keine Goldader mehr. Ich habe zum Glück alles mit dem Erdbohrer bebohrt. Das solltet ihr auch machen mit jeder neuen Parzelle. Das werde ich auch tun. Oh! Hier hinten ist auch noch eine Goldader. Meine Güte, 92%. Wir gucken mal gleich, wie weit das ungefähr weg ist. Auf der Karte kann man das so schlecht erkennen. Überall noch tausende Gramm Gold drin. Oh, hier auch noch 47%. Ja. Hier ist eine gute Ecke. Hier ist eine sehr gute Ecke. Ja, machen wir auch mal an. Ja. Also hier ist noch einiges rauszuholen aus der ersten. Ich bin immer noch in der ersten Parzelle, wo der Goldanteil sehr niedrig ist. Aber ihr seht ja, einige Stellen sind doch ganz okay. So, jetzt schauen wir mal, wo die Flächen sind. Die sind ja jetzt hier markiert. So, hier ist die gute Ecke. Hier müssen wir rein.
Also muss ich so weiter graben, wie ich vorhatte. Genau. Und dann kommen wir hier ans Gold und an die Gold Nuggets. Und dann war ja hier hinten noch irgendwo was. Hier habe ich überall mit dem Bagger gegraben. Da hinten. Ganz verlassen. Trotzdem, das holen wir uns auch. Ja, das war das, was ich euch mitteilen wollte. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und wie gesagt, ich gebe Gas. Ja, ich habe hier auch schon ganz schön viel geschafft. Ich habe mir sogar noch einen Strahler besorgt hier. Und ja, hier sind wir schon ziemlich dicht dran. Da wird am Wochenende ordentlich was rausgeholt. Und wenn ich mir die zweite Stufe von den Jigs kaufe, natürlich mache ich davon ein Video, damit ihr das auch seht. Vielleicht habe ich ja sogar Glück und ich habe noch bekomme noch Prozente. Weil jeden Tag kommen hier immer so ein bisschen, wie sagt man, naja, Preissenkungen. Ne? Die größten kommen im Winter, aber wir haben ja jetzt gerade wieder eine neue Season begonnen. Also können wir auf die großen Preisstürze erstmal noch warten. Gut, ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Bleibt mir treu und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.